Freunde, willkommen zurück zu einem kleinen Tutorial mit mir auf, mit mir, Ronny von nerdsheaven.de. Es geht heute um den BleemSync Hack 1.0. Der ist etwas leichter anzuwenden als die alte Version. 4.1 war die letzte, also 0.4.1 war die letzte Version. Da gab es sehr, sehr viele Fragen. Wo bekomme ich die Datei her? Wo bekomme ich das her? Warum funktioniert das nicht? Das soll sich mit der neuen Version deutlich vereinfacht machen. Denn das Ganze ist, wenn es final durch ist, über den PC, über den Browser kopierbar und nutzbar. Macht die Sache ein bisschen einfacher. Was ihr dafür braucht, ein USB-Stick 2.0, 3.0er sollen wohl auch funktionieren. Allerdings verbrauchen die mehr Strom und der USB-Port der PlayStation-Konsole gibt zu wenig Strom aus. Alternativ kann ich auch natürlich eine Micro-SD-Karte nehmen mit einem passenden Adapter. Das funktioniert natürlich auch. Ja. So, als nächstes modmyclassic.com, BleemSync. Dort könnt ihr euch die neue Version angucken. Ihr könnt das Ganze natürlich auch über GitHub machen. Da landet ihr aber genau auf der gleichen Seite. Hier ist soweit alles beschrieben, was ihr wissen müsst. Das Ganze ist in Englisch. Aber ihr könnt natürlich mit einem Rechtsklick und Übersetzen euch das Ganze auch in Deutsch anzeigen lassen. Macht die Sache vielleicht nochmal ein bisschen einfacher zum Nachlesen. Mit diesem Mod ist auch RetroArch oder RetroArch unterstützt. Das heißt, man könnte theoretisch SNES, NES und andere Konsolen auch emulieren und spielen. Das möchte ich euch aber nicht zeigen, sondern nur, wie ich diesen Hack sozusagen initialisiere. Wir brauchen für den weiteren Verlauf auch Treiber. Die findet ihr auch in dem Bereich hier und hier oben für den Mac. Wenn das im Englischen ist, machen wir das Original mal wieder, sieht man es ein bisschen besser. Die könnt ihr euch mal runterladen, falls wenn ihr zum Beispiel noch keinen CE-Hack für die SNES-Konsole genutzt habt, weil da wurden die gleichen Treiber verwendet. Wer das schon mal gemacht hat, kann diesen Schritt überspringen. Ansonsten, wie gesagt, steht hier alles drin. Auch hier, how to install und wie es danach im Prinzip weitergeht. Wie gesagt, einmal übersetzen lassen in Englischen und dann ins Deutsche und dann passt das eigentlich. Ansonsten haben wir hier die BleemSync 1.0 Public Beta. Draufklicken, runterladen, warten bis fertig ist. Wenn das fertig ist, gehen wir natürlich in den Bereich hin, wo wir das runtergeladen haben. Entpacken das dann hier mal ganz flott auf den Desktop. So, dann erhalten wir diesen Ordner und diesen Inhalt. Der Inhalt ist etwas anders. Der ist aber uns eigentlich diesmal total egal, deswegen machen wir das erstmal weg. Als nächstes, steckt euren USB-Stick in den PC rein, rechtsklick drauf, wenn er erkannt wurde, formatieren. Auch hier wieder FAT32 auswählen und das Volumen in Sony umbenennen, großgeschrieben, eine Schnellformatierung reicht. Kurz durchformatieren, bestätigen und dann eben den geöffneten Ordner, BleemSync und den anderen Ordner einfach hier rein kopieren. Das auch kurz über euch ergehen lassen. So, wenn das Kopieren beendet ist, können wir gerne nochmal drauf gucken und sehen, alles klar, es ist alles drauf kopiert. Jetzt den USB-Stick aus dem PC entfernen. Schnappt euch eure PlayStation Mini, entfernt Strom und HDMI, Controller könnt ihr gerne dran lassen, steckt den gerade beschriebenen USB-Stick in den Port 2 und dann geht's gleich weiter. Jetzt schnappt ihr euch euer HDMI-Kabel, steckt das ran, nehmt eure USB-Stromversorgung, steckt das ebenfalls an die Konsole ran, wartet kurz. Dann sollte ein orangenes LED-Lämpchen aufblinken. Wenn das der Fall war, dann könnt ihr die Konsole ganz normal anmachen. So, und jetzt passiert etwas anderes. Und zwar sind wir jetzt im BleemSync Mod My Classic Boot-Bereich. Jetzt einfach abwarten, ihr hört sogar einen kurzen Audio-Jingle, das war mir auch noch neu. Jetzt leuchtet die Lampe kurz rot, das Gerät schaltet sich sozusagen wieder aus. Jetzt leuchtet es wieder orange und jetzt sind wir mit dem ersten Schritt fertig. Gut, jetzt haben wir das auch erledigt. Jetzt leuchtet die orangene LED-Leuchte, jetzt kann ich den USB-Stick aus der Konsole abnehmen und erneut in den PC stecken. Denn wir müssen den Datenträger noch ein weiteres Mal formatieren. Diesmal auf NTFS oder EXFAT. Das ist ein sehr wichtiger Schritt und hat mit der späteren Kompatibilität zu tun. Die Volumenbezeichnung bleibt weiterhin Sony. Wir starten die Schnellformatierung, bestätigen das Ganze, machen das Fenster zu, kopieren den Inhalt der entpackten ZIP-Datei vom BleemSync hier wieder erneut rein, warten das Ganze wieder ab. Wer bis hierhin Probleme hatte, dass die Konsole den USB-Stick nicht erkannt hat, der muss sich einen anderen USB-Stick nehmen. Oder eben halt das Ganze, wie gesagt, mit einem anderen Adapter versuchen. Wie gesagt, ich habe das mit einer Micro-SD-Karte gemacht, hat auch wunderbar funktioniert. Das sind jetzt hier 32 GB. Ich glaube, man kann auch 64 GB nutzen oder noch größer. Das sollte kein Problem sein. Also wie gesagt, wenn ihr Probleme habt und überhaupt diese ersten Schritte gar nicht hinbekommt, diesen ersten initialisierenden Flash nicht hinbekommt, wechselt den USB-Stick. Danach sollte es eigentlich auch wunderbar funktionieren. Zumindest auch das, was ich aus dem letzten Video komplett als Feedback bekommen habe.
So, nachdem das Kopieren beendet ist, entnehmen wir natürlich wieder den USB-Stick aus dem PC und stecken ihn erneut in die Konsole. Weiterhin ohne HDMI und ohne Stromzufuhr. Und zu den wichtigen nächsten Punkten kommen wir dann jetzt auch gleich. So, jetzt könnte es ein wenig komplizierter werden. Ihr steckt wieder das HDMI-Kabel in die Konsole, den USB-Stromstecker steckt ihr in den PC und dann an die Konsole. Normalerweise sollte dann auch das Licht orange leuchten. Wenn ihr die Kiste dann anmacht, kommt ihr auch in ein Bootmenü. Wenn dies nicht passiert und das System die Konsole nicht erkennt, dann müsst ihr besagte Treiber für Linux, Mac runterladen oder eben für Windows. Wenn wir dann hier draufklicken, dann sind das total stumpfe Treiber und zwar von Samsung USB Driver for Mobile Phones. Die ladet ihr runter mit dem angeschlossenen Gerät. Könnt ihr im Gerätemanager, da ist dann meistens so ein, ich glaube, ein gelbes Dreieck, raufgehen und diese Treiber dafür installieren, beziehungsweise einfach so installieren, vielleicht reicht das auch schon aus. Ich kann es euch leider nicht mehr zeigen, weil ich das schon vor Jahren gemacht habe. Danach sollte das Ganze aber auch funktionieren und das ohne Probleme. So, wenn alles geklappt hat, landet ihr in diesem Menü. Das ist aber noch nicht das Menü, was wir brauchen. Je nachdem dauert das manchmal ein bisschen länger. Und jetzt hört ihr diesen komischen Jingle, der nervt so ein bisschen penetrant, im Hintergrund. Und jetzt seid ihr im richtigen Menü. Hier drücken wir jetzt gar nichts. Wir hätten jetzt die Auswahl zwischen RetroArch und BleemSync. Wir wollen aber gar nichts machen. Stattdessen gehen wir jetzt auf den Desktop und gehen da einen anderen Schritt. Und zwar gebt der Konsole aber trotzdem noch so 10 bis 30 Sekunden Zeit. Erst dann könnt ihr zum Beispiel hier diese BleemSyncUI.com Adresse öffnen, beziehungsweise eben auch diese kryptische Webadresse, beide funktionieren. Wenn die Konsole quasi richtig hochgebootet ist, kommt ihr auf diesen Bildschirm. Dort könnt ihr aktuell eigentlich gar nicht viel machen, außer eine Datei auswählen und die hochladen. Es gibt auch noch ein paar System Preferences oder BleemSync Preferences, die könnt ihr außen vor lassen, da braucht ihr gar nicht reingehen. Wer sich da gerne umgucken will, kann es tun, ist aber dafür überhaupt nicht notwendig. Jetzt können wir tatsächlich dann die Spiele auswählen, die wir zum Beispiel haben. Egal, wo die jetzt herbt, ob es Sicherheitskopien sind oder eben aus dem Internet besorgt, so sollte das Ganze aussehen. Im Normalfall nennt das ganze Spiel sich halt, so wie der Titel heißt, als Bin-Datei und dazu gibt es aber eine Q-Datei. Wenn ich dies habe, kann ich das öffnen und dann sieht man schon, macht er den Rest automatisch. Der Titel stimmt, das Bild stimmt, das Release-Datum, die Spieleranzahl, der Publisher und der Developer sind mit bei und dann brauche ich das ganze Spiel nur noch hinzufügen. Das Ganze nimmt dann auch wieder ein bisschen Zeit in Anspruch, macht er aber komplett automatisch. Das ist der ganz einfache Teil daran. So, wenn der Kopiergang beendet ist, sieht das Ganze so aus. Dann habt ihr einen Game Manager, was auch über Games im Prinzip hier links an der Seite erreichbar ist. Und ihr könnt dann entsprechend das Spiel selbst nochmal anklicken und zur Not auch wieder löschen oder updaten, wenn sich irgendwas verändert hat. Und dann könnt ihr im Prinzip auch hier mit einem Klick drauf neue Spiele hinzufügen und dann das Ganze im Prinzip mit den nächsten Spielen fortführen. Es gibt dabei quasi eine Voraussetzung. A, dass natürlich die .bin-Datei, das Spiel, vorhanden ist und B, diese .q-Datei vorhanden ist. Da steht dann im Prinzip eigentlich nur der Titel dieser Datei drin und ein Timecode. Der ist wichtig. Der ist normalerweise immer mit bei. Es gibt auch Spiele wie Colin McRae Rally zum Beispiel, da sieht das ein bisschen anders aus. Da sind dann zum Beispiel insgesamt vier, ich nenne es mal Spiel-CDs, obwohl es nur eine CD war, aber zumindest sind die Tracks unterteilt. Die müssen in diesem Bereich auch hier mit drin sein. Normalerweise kein Problem. Wer damit jetzt aber ein Problem hat, weil er das nicht hat, kann das Problem aber auch umgehen. Doppelt gemoppelt hält besser. Und zwar auf dieser Seite, nennt sich nilsbus.dk und wir packen die Beschreibung oder den Link einfach in die Videobeschreibung rein. Und da könnt ihr eure Bin-Files reinpacken und erstellt diese .q-Datei. Aber nur halbautomatisch. Und zwar wie folgt. Ihr kopiert Track 1, Track 2, Track 3, Track 4. Oder halt eben die, die ihr alle für das jeweilige Spiel habt. Zieht diese hier rein. Und dann seht ihr, wird das automatisch generiert. Damit könnt ihr jetzt noch nichts anfangen. Stattdessen müsst ihr eine Textdatei erstellen. Und zwar diese hier. Ich öffne die jetzt einfach mal ganz stumpf. Kopiere alles, was hier drin ist. Dann gehen wir da wieder rein, speichere das Ganze und bin fast fertig. Und zwar jetzt muss ich nur noch die allererste Bin-Datei nehmen, diese hier quasi ebenfalls mit rein benennen und dann
muss ich die Textdatei in .q umändern. Das kann ich jetzt bei mir nicht machen, da wird jetzt gleich meckern, weil ich ja die Datei schon habe. So könnte man das aber auch machen. Und so könnte ich diese .q-Datei erstellen. Wie gesagt, jetzt ist es doppelt gemoppelt, weil ich die schon habe. Wer die nicht hat, kann das so machen. Es gibt aber auch Spiele, die sehen ein bisschen anders aus. Zum Beispiel Castlevania Symphony of the Night. Da gibt es CD1 und CD2. Und das Ganze hier ebenfalls mit einer .q-Datei, wo beide Tracks von mir reingeschrieben worden sind. Und das in der zweiten ebenfalls. Hat in beiden Fällen funktioniert. Also die Spiele kann ich hier so genauso hinzufügen. Ich füge jetzt einfach nochmal zwei, drei Spiele hinzu. Und dann schauen wir mal uns an, wie das Ganze denn auch funktioniert hat. Okay, wie man sieht, habe ich jetzt insgesamt 4 Spiele hinzugefügt. Wie gesagt, wenn ich sie anklicke, kann ich nochmal alles überprüfen, beziehungsweise auch löschen, wenn ich das möchte. Ihr müsst nicht unbedingt .bin-Spiele haben, sondern PBP-Files funktionieren auch. Das sind so PlayStation Portable-Dateien. Die gehen auch. Die kommen, glaube ich, sogar ohne .q-Datei aus. Also es macht die Sache nochmal ein bisschen einfacher. Ich wechsle jetzt nochmal das Bild. Dann hören wir uns das Ganze an. Jetzt können wir direkt, so wie das ist, einfach X drücken und starten die Konsole direkt auf BleemSync. Das Ganze dauert noch nicht mal lange und man sieht schon Bloody Roar, Castlevania, Colin McRae und Need for Speed hat er anscheinend, doch, da ist es, Need for Speed hat er auch gemacht. Jetzt starte ich das Spiel einfach und dann schauen wir mal. So, je nachdem, was ihr für einen USB-Stick habt, kann das auch am Anfang mal ein bisschen länger dauern. Bei mir scheint es jetzt doch relativ schnell zu laden. Und da sieht man, es läuft und es sieht aus, wie es auszusehen hat. Es hat eine relativ schlechte Auflösung, so kennt man das Ganze. Aber der Vorteil des Systems ist ja auch, dass ich das Ganze nochmal ein bisschen manipulieren kann. Und zwar mit Select und Dreieck komme ich wieder in dieses ultra geheime Menü, was ich eigentlich mit der Escape-Taste einer passenden Tastatur auch machen könnte. Unter Optionen kann ich jetzt A, die Region nicht auf Auto machen, sondern auf NTSC, das heißt mit 60 Hertz, beziehungsweise Paul mit 50 Hertz. NTSC läuft gefühlt immer ein bisschen besser und ein bisschen flüssiger. Andererseits kann ich unter BIOS und Plugins auf Configure Build in GPU Plugin gehen und hier die Enhanced Resolution aktivieren, das heißt eine höhere Auflösung. Drückt man nach links oder nach rechts, dazu noch den Speed Tag, dann gehen wir mit Kreis einfach raus und dann schauen wir uns mal an, was passiert ist. Und dann sieht man, oh ja, es sieht tatsächlich anders aus. Je nach Spiel kann das natürlich auch mal ein bisschen mehr oder weniger nicht so gut laufen. Das kann ich jetzt so direkt nicht sagen. Beziehungsweise es gibt auch Spiele, die haben schon eine hohe Auflösung, wie Bloody Roar 2 zum Beispiel. Da kann ich diesen kleinen Mod sozusagen nicht benutzen. Ansonsten kann ich hier auch ganz normal wieder mit Reset rausgehen. Und er speichert dann auch den normalen Savepunkt ab. Und das kann ich jetzt bei allen Spielen machen. Und damit bin ich quasi eigentlich auch durch. Ich denke, es war soweit gut alles erklärt. Wenn ihr Fragen habt, stellt die Fragen einfach in den Kommentaren oder schreibt uns auf unsere Webseite an, wie auch immer. Schwer ist es nicht. Wie gesagt, wichtig ist USB 2.0, ein passendes USB-Kabel, passende Treiber im System und ein bisschen Geduld und eigentlich läuft's. Falsch machen kann man hier tatsächlich nichts. Ich wüsste zumindest nicht was. Wie gesagt, wenn einem die Spiele nicht mehr passen oder man diesen Mod nicht mehr benutzen möchte, USB-Stick rausziehen und dann habt ihr die normalen 20 Spiele drauf und könnt auch den zweiten USB-Controller wieder benutzen. Oder ihr benutzt einen Bluetooth-Controller, das soll jetzt auch möglich sein. Beziehungsweise mit einem USB-Hub, der eine eigene Stromversorgung hat, kann ich diesen USB-Stick nutzen und einen weiteren USB-Controller anstecken. Das kann ich leider nicht testen, soll so funktionieren, weil ich habe sowas leider nicht zu Hause. Ansonsten würde ich sagen, viel Erfolg, viel Spaß beim Spielen und wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, euer Ronny.